Hi, ich melde mich mal ganz kurz aus dem Office. Gab das ein oder andere kleine Problemchen bei der Aufnahme dieses Videos. Und zwar ist unter anderem Tims Capture Card Aufnahme gefreezed, weswegen wir seine Tauschs nicht auf Band haben quasi. Das heißt, es spart mir zwar Zeit, dass ich das hin und her cutten muss, allerdings ist dann auch ein bisschen langweilig, wenn es nicht so hin und her geht. Und ja, deswegen werdet ihr gleich nach der Begrüßung relativ einen Cut sehen. Und der geht so lange weiter, bis wir die Items verteilen, die wir den Pokémon geben. Und ja, wenn ihr den ganzen Talk trotzdem hören wollt, den wir in der Zwischenzeit gemacht haben, ich werde den ans Ende vom Video schneiden. Dann habt ihr das einfach nochmal und könnt euch das, wenn ihr wollt, angucken, da wo wir einfach nochmal ein bisschen irgendeinen Trash-Talk gemacht haben, während wir halt getradet haben. Aber damit es ein bisschen kürzer ist, quasi, könnt ihr dann, wenn der Kampf vorbei ist, wenn ihr wollt, abschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Trash-Talk noch anhören. Das liegt ganz bei euch. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, gab ein paar technische Probleme. Deswegen, ja, wie gesagt, nach der Begrüßung und dem ersten Mon, was ich trade, wird ein kleiner Schnitt kommen und dann geht's schon zur Itemverteilung. Wir haben heute nämlich mal mit Items gespielt und einen Doppelkampf gemacht. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Willst du das erotische High machen? Das kann ich, dafür bin Okay, ich okay. bekannt. Gib dir die Mühe, das muss so richtig aus den Hoden kommen. Okay. Bist du bereit? Mein Leben lang schon. Dann mach dich bereit! Soll ich mich noch ausziehen? Das war meine Begrüßung. Können wir jetzt anfangen? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wonder Trade Battle und an diesem, ich werde das am Anfang gar nicht rauscutten, und Das an habe ich mir gedacht. dieser wunderschönen, boah, ich habe jetzt schon fast keine Lust mehr, aber in diesem wunderschönen Wonder Trade Battle haben wir mal wieder den Wertin, Filmmate Let's Tim dabei. Ich bin Tim, hallo. Wunderschönen guten Tag. So, wir machen wieder ein Wonder Trade Battle. Lang ist her, dass wir was zusammen gemacht haben. Ewigkeiten, Ewigkeiten. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben nichts zu verlieren. Wir können direkt anfangen zu traden. Alles klar, let's go. Let's go. Und wir haben heute mal die Regel, dass wir danach den Pokémon auch Items geben dürfen. Halt coole Items. Deswegen. Stell dich mal auf, einen von einem Full-Wahlglas-Team zerstört zu werden. Nein, ich gebe jetzt mein Pi weg, was mir gegen Barry nichts gebracht hat, weil Zauberblatt einfach keinen Schaden gegen Rokara gemacht hat. Ich stelle eine interne Verbindung her. Ja, ist gut, dass ich ein bisschen schneller bin. Ne? Ich war ja mal schon online. Die sehen jetzt gerade eh mein Bild. Das ist wieder gut, wenn wir abwechselnd sind, weißt du? Dann kann ich das leichter cutten. Natürlich, natürlich. Bist so schlau, Barzi. Dankeschön. Denkst immer mit, das finde ich gut. Wir haben Tybee aus den Vereinigten Staaten. Der liebt Videospiele, Mann. Alter, der auch? Das ist ein netter Ich Typ. nicht, ich mag keine Videospiele. Nee, nee. Machen aggressiv. Videospiele sind was für Pussys. Richtig. Echte Männer spielen Mahjong und Schach. Ja. Okay, mein erstes Mon. Ja, ne? Ich weiß noch damals in der GML gegen Bazi, die German Mahjong League. Ich glaube, wir machen auch die Regel, da wir, glaube ich, ziemlich viele Pokémon bekommen werden, die nicht voll entwickelt sind, lassen wir den Emoliten weg, Ich fand den Move jetzt so gut. Du kommst der Pokémon. Ach ja, wir machen übrigens noch die Regel. okay? Nein, damit schade ich mir selbst. Es war ein Pokémon, welches den Emoliten tragen kann, Ich okay? tausche jetzt mit Sweetie aus Japan. Boah, die ist voll sweet. Will ich hoffen. Sag mir doch, dass es Alter, super. ich weiß nicht, ob die so sweet ist bei dem, was ich bekommen habe. Oh, war es denn überhaupt eine Sie? Meine Capture-Card-Aufnahme ist gefreezed übrigens. Echt jetzt? Ja. Ich guck grad so auf OBS und wundere mich, warum ist da immer noch ein Ladescreen? Ich tausche schon. Ja. Du machst das schon. Ich vertraue in deine Schnittqualitäten. Ja, toll. Ja, wie soll ich schneiden mit. Dateiübertragung war ein Fehler. Nice! Mich hat's aus dem Wundertausch Vielleicht fangen wir einfach nur von vorne an. Nein, ich Also habe den schon Tausch eins meine ich. getradet. Okay, warte, ich bin bereit, Items zu vergeben. Items zu vertauschen, nice. Besser nicht vertauschen. Ah, was nehmen wir denn? Ah, was kann man denn, was kann man denn nehmen? Okay, das ist auch ein cooles Item. Und jetzt kriegst du noch. Ich hasse das halt so hart, dass man, um Items zu vergeben und so, erstmal wieder vom Festival Plaza runter muss. Yep. Mein Gott, ist das Kacke. Hoffen wir mal, dass es da ist. Wo ist gerade Dengo? So. Oh,
Ja, kennst du das, letzte Pokémon? Du suchst ein Item. Alter, warte, das letzte Pokémon von mir ist ein Zuchtrest. Ja, was wolltest du sagen? Also, kennst du das so? Du suchst nach einem Item, denkst du, so, okay, es fängt mit dem Buchstaben an und weißt nicht, wann in deinem Alphabet kommt, sagst das ganze Alphabet durch. Ja. Shit, kenn wo war nochmal T? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ja, ja. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, shit, Mann. Aber das ist eigentlich voll normal, ne? Man fühlt sich trotzdem wie so ein Idiot. Wenn ich dich jetzt so random frage, welcher Buchstabe kommt nach H? I. Welcher Buchstabe kommt... Ja, wer kommt, ist jetzt der Idiot? Kommt vor J. I. Boah, ich bin voll gut. Da habe ich dir eine Falle gestellt. Ja. Ich bin eins Schlawiner. Ich habe halt nur Kack-Items, holy shit. Ist okay, ich habe... Ich habe nicht mal Überreste in meiner Tasche. Ich habe auch keine Mon-Überreste gegeben, das wäre blöd. Ja, aber ich wüsste gerne, dass ich welche hätte, dass ich welche habe. Achso, übrigens, hier blende ich euch die Zeit ein, wenn der Kampf losgeht. Nein, das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich meine, ihr habt euch ja diesen Höllentrip begeben, also werde ich ihn auch zu Ende bringen. Du musst vor allem dran denken, das mit dem 300 Likes haben wir ja am Ende gesagt, ne? Und das Video ging knapp 30 Minuten und es gab Leute, die sich wirklich halt... Das heißt, die 300 Leute, die meisten davon, haben es wohl auch wirklich bis zum Ende geguckt. Ihr seid ganz schön krass. Das heißt, die gönnen sich diesen Trash-Talk. Das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Das kannst du nicht Trash-Talk nennen, Mann. Das ist Comedy Gold. Du bist mehr so Bronze. Und damit meine ich nicht LOL. Es ist ganz schön schwierig, sich hier Items zu verteilen, wenn man keine Ahnung hat. Das ist okay. Gib deinem... Welches Mon hatten wir bisher immer? Pepek hatten wir immer. Gib dann Pepek einfach den Latios Nieten. Vielleicht wird's ja zum Mega Latios. Ja, wenn du das sagst. Wenn ich das. Hallo, ich bin YouTuber. Würde ich jemals lügen? Ich denke nicht. Dankeschön. Das würde dir völlig, völlig fremd aussehen. Richtig. Ich bin übrigens 2 Meter groß und hab einen Vollbart. Ja, das und hat Tim er. Kann ohne Brille sehen. Das stimmt nicht! Sorgt nie wieder, dass ich ohne Brille sehen kann. Von die Beleidigung. Mein Gott. Mach mal hin, Mann. Ja, ich hab. Okay, weißt du was? Ich verteile jetzt einfach Kack-Items. Sie kriegen jetzt nur Beeren. Ich muss nachher einfach mal irgendwas mal von der Box runternehmen. An ja, Items. Das musst du. Aber deine ganzen gezüchteten Pokémons. Und Pokémons. Die Pokémongos. Ich wollte so Pokémon sagen. Dann dachte ich so, nee, komm, ich bin jetzt voll fies und trigger die Leute, indem ich Pokémon sag. Und irgendwie kam dann ein Sound dazu und dann hieß es Pokémons. Ich verstehe. Das ist ein hartes Life. Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten, möchte ich hinzufügen. Ich weiß. Wir sollten keine Podcasts aufnehmen. Okay, Mann. Ich bin ready. Ich muss nur online kommen. Okay. Ja, das Ding ist, wenn wir einen Podcast machen, dann hätten wir auch ein Thema und nicht... Wait, sollen wir das jetzt schon als Doppelkampf machen? Wenn du möchtest. Nice, lass mal als Doppelkampf machen, dann hab ich's vor dir. Die Klicks, Mann. Ekelhaft. Ekelhaft. Weißt du, ich wette, wenn morgen bei mir das erste Video online kommt, werden auch Leute sagen, warum hast du das Thumbnail von Barzi geklaut? Ja, Klaus halt nicht, du Arsch. Alter. Ihr müsst wissen, ich saß da stundenlang dran. Hey, Schnauze. Das war der Tag, wo du fett irgendwie den Nudelauflauf gegessen hast und ich in den Photoshop-Minen geknechtet hab. Ich hatte schon lange keinen Nudelauflauf mehr. Ja, ist auch schon lange her. Dann frage ich mich jetzt, wer hat dich wieder rausgelassen? So, Linkkampf, Doppelkampf. Ach, du forderst mich raus? Okay. Ja. Okay. Ich freue mich und damit sowas herzlich willkommen zu einem erneuten Wonder Trade. Willkommen zu einem neuen Wonder Trade, bitte. Ich bin heute Ihr Pokémon Trainer für mein Let's Play. Viel Spaß bei diesem Video. Du könntest Pilot werden. Ja, oder? Habe ich mir so vorgestellt, wenn ein Pilot einfach ein YouTube-Video aufnehmen würde. Er muss das Mikro quasi verschlucken, dass man ja nichts versteht. Okay, nein, ich kann das nicht machen, ich krieg dann Lachanfall, Mann. Ja, vor allem, du verstehst immer den Anfang und das Ende eigentlich. Also müsstest du ja eigentlich mehr so... Jo, hi Leute, mein Name ist Volker von Let's Play. Das ist wie der Tweet, den ich vor ewig langer Zeit mal gemacht habe. Flugzeuge oder Züge kosten Millionen, aber das Mikro hört sich einfach an wie so ein 11-jähriger Minecrafter. Naja. Aus dem kann ja auch nichts werden, ne?
So, stimmt, ich muss ja... Ach ja, ich muss ein Kampfteam auswählen. Richtig, muss es ja auch noch reinpacken. Wechseln. Hoffen wir mal, dass ich diesmal vielleicht das erste Battle gewinne. Ich hab nur Trash. Boah, Alter, ich fahr jetzt nachher gleich vor die Taktiken. Boah, ich hab voll die nice Idee und so. Richtig nice Ideen. Alter, fresh und nice, Mann. Fresh und nice. Okay, bin ready. Okay. Dann wird's jetzt Zeit, du wirst geschlachtet. Ja, das glaube ich nicht. Du bist bei einem Pokémon so abgegangen, ey. Ich bin gespannt. Hm? Was? Bei einem Pokémon bist du richtig abgegangen. Ich bin gespannt, ja, was das war. Das ist aber, ja. Wonder Trade-mäßig abgegangen. Das scheint halt sein. Ich verstehe. Okay, schauen wir mal, was du so hast. Alter, Miltank? Dann du hattest Tauros. Dann hole ich halt den Konterpart. Übrigens, schau mal, da ist Pepek. Aber oh Gott, Goofa. Ja, der ist richtig gut, der Goofa. Das gute Mon, Mann, das richtig gute Mon. Ist das Beste, okay. Okay, warte, wir holen mal dich rein, weil bei dir kenne ich das Item. Was hast du nochmal für ein Item? Boah, du bist auch richtig sick, mit den zwei fangen wir an. Du hast keine Ahnung, was du tust, oder? Bitte, bitte was? Hört man das raus? Ein bisschen. Hast du dran gedacht, die OBS-Aufnahme zu starten? Das wollte ich dich gerade fragen, Mann. Wir sind so close, wir können schon die Gedanken des anderen lesen, Mann. Ich weiß nicht, ob ich deine Gedanken lesen wollen würde. Ja. Alter, Johnny? Wir machen hier ein Doppel. Ich habe vergessen, dass wir Doppelkampf machen. Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? Wir machen übrigens einen Doppelkampf, falls ihr das noch nicht wusstet. Okay, Mann, let's go. Ich fahre jetzt die Strats. Okay. Moment, Minirast ist noch kein Kampf-Pokémon? Nein. Zurück, Pepek! Nein! Nein! Pepek! Mein Junge! Alter. Ich. Na du, lass meinen Charme ein bisschen spielen. Wie, weißt du, Wommel wird, ist einfach so winzig, das wird fast komplett von der Zeitanzeige verdeckt. Nice. Das ist schon putzig. Okay, Johnny, Rückzug, wir brauchen eine neue Strategie. Tja, ich habe halt kein Gewissen, wenn es um Johnny geht. Okay, Johnny, Rückzug! Los, Abra! Das kann eh nur Teleport. Nein, ist Level 50, das kann auch viel mehr. Alter, Feenbrise? Alter, nein! Tank ich. Double Tackle! Hätte ich das gewusst, warum bin ich in Abra gegangen? Halt durch, Wommel! Abra steht dir ja schon bei! Abra kann aber nicht. Abra ist so kacke! Nein! Abra, Teleport! Hauptsache, du bist das schnellste Pokémon auf dem Feld! Ich bin stolz auf dich! Hallo, Abra ist. Wie schnell ist Abra? 95? 90? Ja, schön. Das ist der, schnellste Herz. Loser auf dem Feld. Tschüss. Nein! Oh, als ob du das tankst. Wommel, mein Boy. Ist ja okay. Wirklich ein Boy. Es wird Zeit, was habe ich hier nochmal für ein Item? Okay. Es wird Zeit. Miltank. Guck mal meine Zitzen. Ich habe ein bisschen. Weißt du was? Ich gehe jetzt Full Risk. Du hast kein Vegetarier. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Fähigkeit habe. Du bist Vegetarier, ne? Och, bitte! Okay. Ja, holy! Aber let's go, Teleport! Geh daneben! Nice. Oh, bitte! Ich glaube wirklich keine Vegetarier. Wie kacke ist Wommeln? Das hat noch nichts gemacht! Außer seine scheiß Attacken gemisst. Okay. Ich kann den Namen noch nicht aussprechen. Los, Pyukumuku! Pyukumuku! Boah, das ist ja nur ein Furz, ne? Ja. Oh, du hast ja richtig coole Attacken. Das ist Läuterung. Ups! Oh, ich hab's fast gedrückt. Du bist ein Idiot, Alter. Möchte ich noch hinzufügen? Das ist ein richtig guter Move für Doppelkämpfe. Das geht gar nicht an, was ich gemacht habe. Ich seh's doch gleich. Ich hab schon geklickt. Nein, ich klick den Move ja nicht. Miltank, nein! Alter, macht gar nichts. Abra. Okay, immerhin nimmst du Abra raus. Ich bin nett. Ja, ich nicht. Ich hatte gegen Barry auch einen Kappa, du warst nur Platscher.
Los, Pyokumoku! Oh, sag mal bitte, dass du keine Genesung hast. Let's go! Hast du Genesung? Vielleicht. Aber du hast keinen Angriff und du durftest kein Toxin draufpacken, also kannst du nichts tun. Tja, ja, warte. What up? Es geht, Sternu. Okay, dann fokussiere ich mich mal kurz auf Sternu, ne? Ja, ja, mach das ruhig. Immerhin habe ich den Step Tackle. Doppelt! Als ob der dir was bringen würde. Natürlich. Hallo, ich bin ein Muku. Hallo, du gehst ja wirklich auf Stern, du. Ja, natürlich. Aber du gehst nicht doppelt auf Stern, oder? Doch. Nein! Doch. Nein! Du bist auf Konter. Fuck. Ich hab das geplant. Okay, Stern, du. Wir können das noch schaffen. Nein, könnt ihr nicht. Deswegen, ich werde jetzt alles rausnehmen. Und Pyokumoku wird zuletzt übrig bleiben. Oh shit, jetzt bist du nochmal auf Konter? Natürlich bin ich das nicht. Ich bin so schlecht. Oh, das macht sogar schon gut Schaden. Doch, bin ich? Oh. Gut, dass... Lul, ich dachte, ich bin auf Fluch gegangen. Das Lustige ist, mein Evoli trägt das Metronom. Das heißt, der Tackle wird jedes Mal stärker, wenn ich ihn einsetze. Nein! Die Strats! Los, Riolu! Nein, nicht das Kampf-Pokémon. Tja, ja. Ich hätte gerade fast meinen Partner angegriffen. Bitte weiter so. Nein, ja, nur weil du es alleine nicht hinbekommst. Metank! Hör auf! Alter, Crunch! Fehlt es? Nein. Nein! Du bist so schlecht, Riolu. Das ist der Metronom-Tackle! Alter. Alter, ohne Witz, ne? Und die Seegurke so, hallo! Ich bleib noch ein bisschen hier. Oh, ich bin so froh, dass ich einen speziellen Attack habe. Ich habe halt leider keine Healing Options. Also, ich habe schon eine, aber die ist nicht so zuverlässig. Gott, zuversichtlich auch nicht bei dem Kampf. Gott, was gibt's denn für Healing Moves, die nicht so nice sind? Los geht's, Riolu! Als ob du Quick Attack hast! Ich habe auch Bullet Punch. Holy shit. Der Typ hat sich was gedacht. Ich setze mich einfach auf dich. Wie im echten Leben. Toll, jetzt zeichnet irgendjemand ein Bild, wie ich auf dir sitze. Bitte tut das, unbedingt. Wir lieben es übrigens auch, geschippt zu werden, ne? Also wenn ihr da Fanfiction-mäßig engagiert seid. Du hast dich in dem Video eh schon geoutet, von dem her. Ja, das ist okay. Okay, es wird Zeit. Der Masterplan kommt jetzt. Wenn dieses Ding wenigstens Toxin könnte. Los, Johnny! Johnny ist back. Nein! Wer ist Jennypan? Oh, lol. Lass Nichts. Raupi! Nicht der! Lass Raupi, Raupi. Ist cool. Eigentlich ist Konter und Fluch gar nicht so eine gute Kombo. Naja, Konter hat eh eine Minus-Prio, ne? Naja, aber einfach, weil du dann weniger Schaden machst, den ich zurückschleudern kann. Alter, heul doch nicht! Mit Miltank einfach überhaupt keinen Schaden mehr macht. Ich habe halt gleich nur noch die Seegurke. Es hängt alles gleich von der Seegurke ab. Okay, ich habe eh noch Strats. Hier, dann nimmst du jetzt meinen Faden. Was habe ich eigentlich für ein Item auf Dingens? Ich weiß es nicht. Ich habe überall Bären draufgepackt. Ich weiß, dass einer eine Tarmod-Beere trägt. Hat Pyokumoku jetzt überhaupt noch einen Init-Punkt? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist jetzt auf minus 6. Nee, ich glaube, ich bin bei minus 5. Okay, dann nein, minus 6. Oh, Johnny, raus. Weißt du, was Pepek für ein Item trägt? Was? Die Tarmod-Beere. Was macht die? Wenn man sie isst, dann verringert sich die Initiative des Pokémon. Aber die Freundschaft steigt. Wow. Ja, das ist der Grund, Tim, warum dich keiner mag. Hey. Ihr müsst einfach mal mehr Tarmod-Beeren essen. Holy shit. Warte, ist Miltank, kann Miltank nur Tackle? Lol. Doch keine Tarmod-Beere? Seitenbeere? Die Strats, Mann! Ham, ham, ham. Okay, dann liegt die Tarmod-Beere irgendwo anders. Aber jetzt kommt meine Taktik. Pass auf. Easy. Ach ne, geht ja nicht, stimmt. Ja, ja, Fluch. Nee, was war dann deine Taktik? Die wirst du vielleicht noch sehen. Ich verstehe. Nein, Raub ja bestimmt so mega das gefährliche Item. Ja. Und zwar den... Aus. Den Chitinpanzer. Ach, den. Ja, wäre ein cooles Item für Käfer-Pokémon. Nein, Johnny!
Johnny, tschüss, du warst John. Ein tapferer Kämpfer. Nom 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 nom. Na, okay. Haha, danke für die Pierce-Speere. Als ob. Boah, hätte ich mit Raupi schon vorher deine Salka-Beere gefressen, ne? Boah, da wäre der Johnny Sweep ja fast verhindert worden. So, jetzt hast du nur noch ein Pokémon, dann gehen wir jetzt mal in die Strats. Hilfe! Ich hasse die Seegurke. Jetzt? Warum kann die nix? Jetzt werden die Strats ausgepackt. Lol, was? Ja. Winger? Moment, Winger kann nur speziell angreifen, oder? Hilfe! Nee. Oh, bitte! Und jetzt pass auf, guck dir bitte diese Strats jetzt an, die ich mir ausgedacht habe. Okay. Let's go. Wait, ich kann meinen eigenen Partner nicht angreifen? Das ist kein Multikampf, das ist ein Doppelkampf. Das ist scheiße. Vor allem Flagmon noch so, was jetzt? Ich wollte nämlich eigentlich jetzt mit Aquaknarre meinen Flagmon angreifen. Oh. Und Flagmon trägt halt Dings, die Knolle, wodurch der Spezialangriff steigt, wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird. Oh Gott. Konfusion. Spiegelcape, nein. Das schön kann wär. Sich jetzt, glaube ich, eine Weile ziehen. Ah. Ha, du hast ja mit Fluch auch noch deinen Angriff gesteigert. Aber auch deine Verteidigung. Ich bin RIP. Es wäre halt richtig cool, wenn du jetzt eine Statusveränderung hättest. Wieso, was hast denn du? Läuterung. Oh Gott. Das ist mein Healing Move. Hier, ich spritze dich noch ein bisschen nass. Das ist nicht sehr effektiv. Leute, ich kann das noch gewinnen, ne? Glaubt an die Seegurke. Ich werde dich definitiv am dem hier sterben lassen. Warum bist du böse, dass du nicht durchkommst? Du kannst nichts tun, Tim. Die Seegurke. Alter, Pyukumuku. Nochmal. Und Lamus so. Bitte, selbst. Wie lange bin ich denn verwirrt? Bist du scheiße, holy shit. Mein Gott, ist die Seegurke schlecht. Okay, es wird Zeit. Es wird Zeit. Du musst dich definitiv selbst besiegen. Bitte critte mich einfach. Bitte. Oh Gott. Los, hau dich selbst, Tim. Hau dich selbst, das vierte Mal hintereinander. Nein, die Verwirrung hat jetzt... Oh nein. Komm schon. Nein. Bist du denn scheiße? Guffa! Wie kann man denn so kacke sein? Holy shit! Viermal! Gott, ich hab dich gerade in das nächste Zeitalter gereckt. Holy shit, ist Guffa kacke. Viermal! Das, ist so richtig, das hat überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Okay, dann. Das ich war hoffe der natürlich Kampf für heute. Wenn ihr Goofa mochtet, lasst ein Like da. Na, no, battle doch nicht. Like, bei 300 like. Likes trifft sich die Seegurke fünfmal. Nein, 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 also smash den motherfucking Like-Button. Nein. sonst müssen wir noch eins aufnehmen, das muss ich dann exakt bei dem Moment nach. Nein. Okay, nein, 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 nein. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich mal interessieren, findet ihr so Doppelkämpfe lustiger oder lieber Einzelkämpfe? Dürft ihr euch raussuchen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen natürlich. Wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag und die letzten Worte gehen an das Oberhaupt der Pyukumukus. Hi Pyukumuku, heilig der Seegurke. Tschüss. Außerdem ist die Aufnahme top, okay? Dies ja. Unterhaltung pur. So, Dick da geht wieder weg. So. Okay, jetzt nice, jetzt bekomme ich nicht mal mehr ein Bild. Gut. Ja, vielleicht seht ihr heute auch mal nur meine Aufnahme und ich cutte gar nichts, weil es ist ein bisschen schwierig, Szenen rauszukatten aus einem nicht vorhandenen Video. Wieso bekomme ich jetzt überhaupt kein Bild? Ich habe jetzt jemanden aus Portugal. Red Wizard Dry heißt er. Okay, mein zweites Mon ist. Yay. Geil. Bist du überhaupt noch da, Tim? Ja, aber okay. Ich kämpfe gerade mein Aufnahmeprogramm.
Ja, und so wie ich dich kenne, führt das Aufnahmeprogramm. Also du solltest ziemlich sicher einmal cutten. Ja, ne. Okay, Moment, ich hab wieder ein Bild, ich hab ein Bild. Kannst du nicht einfach nebenher weiter traden, dann scheiß drauf, dann wird in der Folge ausnahmsweise mal nicht eingeblendet, wie deine Pokémon getradet werden, sondern jemand von meiner Aufnahme. Und jemanden die von einer kompetenten Aufnahme. Richtig. Das heißt, Trader, wie viele Trademons hast du schon getradet? Eins. Okay, dann trade einfach weiter, dann werdet ihr diesmal ausnahmsweise... das hat immerhin das, okay. Dann werdet ihr heute mal nur meine Aufnahme sehen und nicht die von Tim. Aber das ist okay, das ist weniger Schneiderarbeit für mich. Ja, natürlich. Man muss auch seine Vorteile rausziehen. Jetzt geht mein Platscher kaputt. Ach, und wir haben übrigens, ich habe das mit Barry auch gemacht, Dupes Claws, was heißt, du... Wenn du zum Beispiel einen Carpador bekommst und danach einen Gyarados, musst du das Gyarados auch wieder wegtraden. Okay. Egal, ob es besser ist. Okay. Jetzt haben wir Shadow aus Italien. Ich wusste gar nicht, dass... Jups Claws, okay. Dass die da schwarze Igel haben. Okay, das heißt, wenn ich einen Shiggy habe, kriegst du keins mehr, ne? Das heißt, wenn du einen Shiggy bekommst... Kriegst du keins mehr. Da musst du mir aber sagen, was du bekommst, ne? Das ist doch Auto. Nein, das war ja... Ich meine, wenn du einen Shiggy hast und dann... Oh, das ist cool. Wenn du einen Shiggy bekommst. Ja. Und danach nochmal einen Shillock oder einen Turtok oder noch einen Shiggy, dann musst du das zweite davon auch wegtauschen. Okay. So dass man halt nicht in einem Kampf zwei Pokémon aus der gleichen Reihe hat. Das war sonst ein bisschen... Ich wollte jetzt eigentlich mit meinem 6-mal Carpador-Team zerstören. Was anderes bekommt man ja hier nicht. Gut, dass ich gerade mit den Regeln, die ich dir mitten im Tausch sag, den Plan ruiniert habe. Oh, das erste Pokémon, das ich bekommen habe, kann mich ja nicht angreifen. Der Mann hat die versteckte Fähigkeit. Es macht so viel Spaß. Ich bin schon... Hey, ich wollte auch mal einen One-Trade-Battle bei mir gewinnen, okay? Ja. Ich habe gegen dich auf die Schnauze bekommen. Ich habe gegen Barry auf die Schnauze bekommen. Kann mir mal jemand einen Darkrai geben oder so? Das wäre gut. Das wäre ganz schön gut. Ich tausche jetzt meinen Dratini. Ich tausche jetzt meinen Golbat aus dem letzten Match, wo ich so dominiert habe. Du erinnerst dich? mit Fresh Prince aus Deutschland. Wow. K1 spielt Pokémon? Hilfe. Ich werde demnächst auch, glaube ich, mal Wondertrade FFAs machen mit 4 Screens auf einmal beim Trade. Habe ich auch schon überlegt, ob das vielleicht besser wäre, wenn wir daraus Doppelkämpfe machen. Das hoffentlich hat es eine coole Attacke. Können wir mal in meiner Aufnahme probieren. Also, dass wir Doppelkämpfe machen? Mhm. Okay. Natürlich. Habe ich überlegt, das wäre vielleicht noch ein bisschen craziger. Dann wird der Titel einfach noch länger. Pokémon Sonne und Mond, Wundertausch, Double Battle mit Pokébazi und dann brauchst du noch einen Namen für das Video. Competitive VGC Meter. XD. XD. In Klammern HD. 720p. Oh, mein Team ist so schlecht. Bis jetzt. Mm. Okay, ich habe jetzt 2 Pokémon getauscht, aber Gott, ist das scheiße. Ja, ich muss jetzt meinen Tauros weggeben, das war so gut. Ihr müsst wissen, nachdem wir das aufgenommen haben, hat Tim mir die PSD-Datei von dem Thumbnail geschickt. Hey, schneidest du das jetzt doch rein? Ja, das ganze Gelaber hier bleibt drin. Ach so. Ja, ich trade weiter, Mann. Ach so, okay. Ja, weitermachen. Ja, Schniesel aus Frankreich haben wir jetzt. Und du hast gerade gesagt, Schniesel aus Frankreich. Du verstehst aber auch überall Penis, ne? Nee, Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. Möchtest du dich outen, öffentlich im Video? Ja, ich liebe... Nach dem Jahr werde ich dich jetzt rauscutten. Nein, so, ich liebe Werbeunterbrechung. Ah. Mensch. Steh doch zu dem, was du... Warum lokaler Modus? Lass mich in Ruhe. Ich habe übrigens schon mein 5. Mon. Cool, ich habe 2. Oh Gott. Jetzt hättest du gerade so richtig laut in der Mikro geschissen. Nicht witzig. Nein. Ja, das ist schon ziemlich bad. Ich habe jetzt so richtig... Ich habe kein Gutes, wenn man es genau nimmt. Mehrere okayene. Ist ein neues Wort, habe ich gerade erfunden. Aber keins richtig geil. Jetzt geht mein Yangomo, mein Django Unchained geht jetzt weg. Okay, Tauros, versuch will ich nochmal zu tauschen. Und der letzte ist, ich wähle dich, wow, irgendein Japaner aus Japan.
Komm schon, Yappi, gib mir was Gutes. Ich habe heute mal gesehen, dass der Pokémon-Film gar nicht bei uns läuft in den Kinos, ne? Also in der Umgebung. Ja, ich habe auch nachgeguckt. Richtig sad. Mhm. Aber wolltest du mich doch ins Kino einladen? Oh, das letzte Mon. Oh Gott, das klingt nicht gut. Oh, ich bekomme jemanden aus Amerika. Amerika, zeig, was du kannst. JT, komm. Hm. Das ist ein schönes Pokémon tatsächlich. Ich kenn dich noch vom Schulhof. Let's go. Hyperball. Alter, nice! Nice ist Hyperball-Pokémon. Ja, verlass dich dann mal drauf, ne? Nee, nicht wirklich. So, ich werde jetzt mal ein paar coole Items verteilen. Warum bekommt man nur noch Müll im Wundertausch? Das ist eine sehr gute Frage. Als ich jung war, ne, da gab's noch gute Pokémon. Zu meinen Zeiten. So, gehen wir mal in die Box und geben meinen Pokémon coole Stefan Items. Stefan lädt dich zu einem Linktausch an. Sperren. Weißt du, das letzte Pokémon ist so gut, ne? Das letzte Pokémon eigentlich so gut. Und dann ist es ein physisches Mon mit Modest Wesen und Tackle. Es war mein Tauros aber auch. Das war auch Modest. Macht ja nichts draus. Doch. Okay, tschüss, wie heißt du denn nochmal? So, was haben wir denn für coole... Hallo, soll ich Expert Belt auf dem Tacklemon spielen? Ah, Mordung, genau. Ja, sag mal auf jeden Fall, was du spielst. Okay. Spanien! Ja. Okay. Werde ich dir schon nicht sagen, das ist, die Leute sehen es jetzt. Also ich habe ja eh noch Zeit, weil du bist eh ein bisschen lame. Ich bin jetzt bei meinem vierten Pokémon. Und ich bekomme... Oh Gott. Es wird nicht besser. Oh, was? Also das Pokémon könnte cool sein. Es ist auf jeden Fall etwas, was man noch nicht gesehen hat, aber... So, du kriegst einfach mal das hier. Was kriegst du denn für ein nettes Item? Ich bin dir dicht auf den Fersen. Ja, nein, bist du nicht. Oh Gott, was ist denn das? Alter, das Set. Holy shit. Hm. Okay, warte, ich hab gewonnen. Oh nein. Ja. Du hast bestimmt jetzt voll das gute Pokémon. Nee, halt überhaupt nicht. Ja, ich weiß, das hat man rausgehört. Ah, was gibt's denn? Es gibt halt irgendwie nur... Ich werde das tun. Was ist, das muss ich dann... Du Ding wirst gucken. Es tun. Ich werde es richtig tun. Alter. Nelly aus Frankreich, sie mag den Typ Drache. Dann hast du jetzt bestimmt noch ein Drachen-Pokémon für mich, oder? Nee, bitte nicht. Nelly, ich glaube an dich. Gib mir einen coolen Drachen. Sie gibt mir... eine Fee. Ja, sie mag Drachen. Vielleicht war es einfach ironisch. Ein Drache. So, warte mal, du kriegst jetzt dieses coole Item, was ich mir gerade denke, das könnte richtig gut werden. So, okay, perfekt. Was haben wir noch Nices? Ach Gott. Ich hab halt gar nicht alle Items, ne? Ich muss mal gucken, was ich überhaupt finde. Wahrscheinlich muss ich hinter irgendeinem Pokémon Supertrank geben oder so. Nee, Items habe ich zum Glück genug. Aber hast du auch genug Supertränke? Boah, das ist... Ich vertraue dir da jetzt einfach mal. Ich habe sogar Sprudel. Alter, Sprudel. Ich muss jetzt Merlin vertauschen. Nicht Merlin. Hallo Merlin, schöne Grüße. Damit er sich wieder angesprochen fühlt, ne, in den Kommentaren. Ja, richtig. Richtig, das haben sich zwei Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine YouTube-Karriere ist schon so vorangeschritten. Ich habe Zuschauer, die heißen Merlin. Naja. Dann weißt du, du hast ein paar. Der ist schon lange dabei. Die ist richtig lange. Boah, das ist noch ein geiles Item, Alter. Oh, ich habe so geile Items. Oh, die Item. Oh. Max aus Frankreich, er liebt jetzt es, auf seinen Pokémon zu reiten. Nein. Okay. Jetzt kann ich das Video hier ab 18 machen. Wundertausch ab 18? Oh, die letzten drei Pokémon, die waren ganz okay, muss ich sagen. Boah, ich habe Gina Wild bekommen.